Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Da ich jetzt ein paar Mal die Nachricht bekommen habe, dass die Leute nicht wissen, welche Tiere sie fürs Event fotografieren sollen, mache ich doch noch ein Mini-Video dazu. Erstmal natürlich den Fuchs, der überall hier lang zu finden ist. Ne, der zählt, habe ich natürlich schon fotografiert. Mal gucken, ob wir den jetzt hier bekommen. Ja, hier hinten der Inazuma Schmetterling, der würde auch zählen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die normalen Schmetterlinge zählen. Ne, die normalen Schmetterlinge zählen nicht, aber wie gesagt, diese Kristallkern-Schmetterlinge würden zählen. Was wir noch gucken können, ist natürlich Krabben. Inazuma-Krabben sollten auch gehen. Ich weiß nicht, ob es Inazuma eigene Frösche in eigener Farbe gibt. Keine Krabbe hier, das ist fies. So, da mal gucken. Schauen, ist hier irgendwo eine Krabbe? Und die müsst halt auch nicht wirklich nah an die Tiere ran, sodass man die verscheuchen könnte oder so. Sondern wenn man ein Stück weiter weg steht, geht es eigentlich auch, die zu fotografieren. Adventure time. Ja, Vorführeffekt. Wenn du was suchst, findest du nichts. Vögel natürlich auch. Und ich weiß nicht mal, ob das doppelt zählt, wenn man zwei verschiedene fotografiert. Nein. Schade. Eine Krabbe oder sowas, ein Frosch. Da. Und fertig. Also keine 3 Minuten. Fotografiert die Krabbe da, Vogel und die anderen beiden Sachen, die ich gezeigt habe. Und schon ist das Event durch für den heutigen Tag. Ja, dann, wie gesagt, damit hatten ein paar Leute Probleme. Ein paar Leute haben mich angeschrieben, deshalb. Den Fuchs hatten viele, den Schmetterling auch, aber danach wussten sie halt nicht mehr, was denn jetzt zählt oder nicht. Off we go. Ist okay, also wenn man es jetzt nicht weiß, weil einem die Tiere halt scheißegal sind. Und das war's. Suchen wir natürlich noch irgendeine random Gedichtsstrophe aus. Scheißegal. Und fertig. Einsammeln. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur noch dann morgen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ciao, Leute.